Heute in unserer kleinen Häkelschule zeige ich euch, wie einfach doch Reliefstäbchen zu häkeln sind. Das ist wirklich ganz einfach, man braucht ein bisschen Übung, aber es geht wirklich einfach und schnell. Dazu habe ich jetzt hier als Muster 20 Luftmaschen angeschlagen und eine Reihe feste Maschen darauf. Zum Wenden mache ich jetzt drei Luftmaschen. Die erste feste Masche ist besetzt von unseren Luftmaschen und jetzt muss ich eine Reihe Stäbchen darüber häkeln. Die haben wir ja auch schon gelernt. Die Grundlage ist immer erst eine Reihe Stäbchen und dann geht es ganz einfach mit den Reliefstäbchen weiter. Auf unsere Luftmaschen, eine Reihe feste Maschen, habe ich jetzt eine Reihe Stäbchen gehäkelt. Zum Wenden 1, 2, 3 Luftmaschen. Und dann schauen wir mal. Wir machen am Anfang in unsere vorangegangene Masche ein Stäbchen, zwei Stäbchen und in den dritte das dritte Stäbchen. So, jetzt fangen wir an mit drei Reliefstäbchen. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. So, ihr nehmt den Faden drüber hin und stecht dann nicht in die obere Masche ein, in die Öse, sondern ihr geht direkt in das Stäbchen unten drunter und macht ein Stäbchen da drauf. So, nochmal einfach, ganz langsam. Immer Stäbchen in die untere Masche, von vorne nach hinten hochheben, den Faden nehmen, durchziehen und fertig häkeln. So. Jetzt machen wir das dritte. Von vorne nach hinten unser Stäbchen richtig hochheben, Faden durchziehen, fertig. So, jetzt nehmen wir die nächste Öse wieder oben. Ich mache mal abwechselnd drei Reliefstäbchen, drei normale. Weil dann sieht man das Muster besser und ihr könnt es eher lernen und seht auch die Abstände. So, ich habe drei normale Stäbchen gemacht. Jetzt sind wir wieder bei dem unteren Stäbchen. Wir gehen richtig hinter das Stäbchen von vorne nach hinten und ziehen den Faden durch und machen unser Stäbchen fertig. Das nächste Stäbchen schön in den Zwischenraum von hinten den Faden geholt. Das nächste von vorne nach hinten. Von hinten nach vorne wieder durch, den Faden geholt und durchgezogen. Jetzt haben wir schon wieder drei Reliefstäbchen fertig. So, dann gucken wir immer, dass wir auch das normale genau erwischen. Eins, zwei, drei. Jetzt kommen wir zum nächsten Reliefstäbchen. So, wir gehen wieder nach unten. Wir haben ja die großen Zwischenräume. Gehen hindurch und auf der anderen Seite wieder raus. Und stricken unser, häkeln vielmehr unser Stäbchen. So, wir gehen da hinein, hier heraus und häkeln unser Stäbchen. Und noch einmal. So, dann machen wir jetzt die Reihe fertig mit den Stäbchen, den normalen Stäbchen in der oberen Öse. Zwei und das letzte in den Luftmaschen. Jetzt zeige ich euch von hinten wieder drei Luftmaschen zum Wenden. Wie gesagt, wenn ihr festhäkelt, kann es auch sein, dass ihr vier braucht. So, das ist jetzt der hintere Teil. Hier stehen die Stäbchen vor. Auf dieser Seite haben wir dann am Anfang nur zwei Reliefstäbchen, weil wir jetzt seitenverkehrt häkeln. Die vorstehen, werden jetzt gegriffen und als Reliefstäbchen gehäkelt. So, die nächsten drei stehen nach hinten. Die häkeln wir als Stäbchen in der oberen kleinen Öse. Eins, zwei, drei. So, jetzt haben wir hier die vorstehenden, also gehen wir nach unten und nehmen die uns als Reliefstäbchen. Steht wieder eins vor, nehmen wir uns als Reliefstäbchen. Dritte nehmen wir uns als Reliefstäbchen. So, die stehen wieder weiter nach hinten, also nehmen wir die als ganz normales Stäbchen. Einmal rausgerutscht.
Und so beenden wir dann die Reihe. Ich zeige jetzt nochmal die nächsten drei. Tiefer ins Vorstehende. Angefangen. Nochmal langsam. Tiefer in die große Öse um das Stäbchen herum. Faden genommen, rausgezogen. Dann zeige ich euch nämlich gleich die Rückseite, wie toll das Muster schon ist, nach nur zwei Reihen in Abwechslung von drei Reliefstäbchen und drei normalen. So, wieder den nächsten drei Reliefstäbchen. Eins, zwei, drei. Und in unsere vorangegangene Luftmaschen ein normales Stäbchen, weil wir wollen ja einen schönen Abschluss haben, dass die Reihe ganz gerade ist. Drei Luftmaschen. So, und dann zeige ich es euch andersrum. Seht ihr das Muster? Wie schön das jetzt schon wirkt. Und vielleicht habt ihr Lust, das jetzt nachzuarbeiten.